Ich frage mich eben, wie er seinen Goblin einfach geschafft hat, hier nach Perdok reinzulatschen und in mein Anwesen reinzugehen. Hätte vielleicht einen Quicksave machen sollen. Aber noch tut's laden, okay. Na klar. So, Gwendala, du gibst erstmal dein Zeug hier ab. Ah, nicht hier. Hier ist die Munitionskiste. Die wir eigentlich auch nicht mehr wirklich brauchen. Orion-Sud und Einbeersaft. Zu Diensten? Ich wollte mich erkundigen, ob mein Besucher inzwischen eingetroffen ein ist. Ein Besucher? Nein, bei mir hat sich niemand gemeldet. Darf ich fragen, wen ihr erwartet? Niemand Besonderes. Es handelt sich nur um einen Goblin, den ich aus einer misslichen Lage befreien konnte und der mich aus Dankbarkeit unbedingt begleiten wollte. Mir ist leider nichts Besseres eingefallen, als ihn hierher zu schicken. Ein Goblin? Seid ihr von allen Göttern verlassen? Ihr glaubt doch wohl nicht, dass die Stadtwache einen Goblin nach Ferdok hineinlässt. Jetzt, wo ihr mich mit dem Kopf draufstoßt, kann ich euch nur zustimmen. Ich sollte mich umgehend beim Wachtraum Frau Dorkenschmied nach ihm erkunden. Seid ihr sicher, dass ihr wirklich einen Rotpelz im Haus haben wollt? Ich glaube nicht, dass eine Gefahr vor ihm ausgeht. Er scheint sehr friedlich, wenn auch etwas neugierig zu sein. Vielleicht könnte er sich hier im Haus nützlich machen. Der Keller müsste mal wieder aufgeräumt werden. Er hätte etwas zu tun und käme dabei nicht auf dumme Gedanken. Das ist eine gute Idee. Ich will erstmal in der Kaserne nachfragen. Vielleicht stellt sich das Problem ja gar nicht, weil er es sich doch anders überlegt hat. Okay. Hallo, Katze. Das bin ich. Katze, Katze, Katze. Und das ist die falsche Person. Diese Person hier. Feuermoos. Das da, Giftzahn. Und fertig. Ja. Ach ja, und, machen wir es so. Okay, ich brauche jetzt ein Goblin in Ferdok. Ich habe mit Wirwosch gesprochen. Quark ist noch nicht eingetroffen. Wirwosch hat die Vermutung geäußert, dass die Stadtwache etwas mit dem Nichtserscheinen zu tun hat. Die sollte mich in der Kaserne begeben und dort einmal nachfragen. Ja. Aber eigentlich wollte ich ja 20 Kohle, 10 Stahl und 40 Sandstein. Okay. Ich habe nur 13. Ah ja, ich brauche 10. Okay. Und Sandstein. Also, dann gucken wir mal. Kohle waren's. Zehn Stahl. 40 Sandstein. Mal gucken, stimmt das auch? Sandstein, Stahl, Kohle. Okay. Packen wir mal auf die zweite Seite. Und den Rest können wir wegpacken. Also 3 Stahl, 12 Sandstein und 56 Kohle. Habe ich wirklich nur noch so wenig Sandstein? Ja, ich habe nur noch so wenig Sandstein. Dafür habe ich Hühner in meinem Anwesen. So, Wolfsfell, Gänsefedern, Wildschwein, so. Das heißt, nächster Ort ist der Pyros-Tempel. Um Bescheid zu geben, dass der Geweihte tot ist. Dann Grafenstadt. Und dann sehen wir weiter.
Preios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eine schlimme Nachricht für euch. Ich komme eben aus Arvestoid und es ist ein schreckliches Verbrechen geschehen. Ein Geweihter des Preios wurde ermordet. Was sagt ihr? Das kann ich nicht glauben. Wer sollte so etwas wagen? Leider entspricht es der Wahrheit. Ich habe die Leiche am Kahlkopf gefunden. Bitte erzählt weiter. Dort hatte sich ein Unbekannter mit einer Goblin-Bande eingelassen, um den Geweihten aufzulauern und ihn gefangen zu nehmen. Anscheinend wollten sie Informationen über ein Pergament aus ihm herauspressen. Ich kam leider zu spät, um euren Glaubensbruder zu retten, und außerdem konnte der Fremde entkommen. Das ist unglaublich. Ich werde sofort jemanden nach Arvestoy schicken, um den Vorfall zu untersuchen. Sprecht doch mit Jäger Kautzenstein. Er hat mich auf die Goblins aufmerksam gemacht. Habt Dank für euren Bericht. Möge Preios über euch wachen. Ich werde jetzt das Nötige in die Wege leiten. Warte doch bitte einen Moment. Selbstverständlich. Ja, geschlossen. Der tote Preios Geweihte. Ich habe die Geweihtenschaft in Ferdog über die Vorkommnisse am Kahlkopf in Arvestoy in Kenntnis gesetzt. Ich habe im Preios-Tempel von Ferdog mit dem Geweihten Priodan gesprochen. Und da kommt er auch schon wieder. So, ich habe alles Notwendige veranlasst. Falls ihr auf weitere Informationen stoßt, gebt mir bitte Bescheid. Das werde ich, leb wohl. Rondra zum Gruß. Kann ich euch kurz sprechen? Ah, jetzt kommt Spieß Effing. Was gibt es denn? Vogtin Dariana schickt mich. Sie muss dringend mit euch sprechen und erwartet euch in der Grafenresidenz. Okay. Könnt ihr mir sagen, worum es sich handelt? Leider nicht, aber bitte beeilt euch. Es ist dringend. Gut. Aha, dann werde ich mich sofort auf den Weg machen. Ich werde nur schnell einen Abstecher hier reinmachen, um zu gucken, ob es da was Neues gibt. Suche die Vogtin. Spieß Effing hat mich aufgesucht und mich gebeten, Vogtin Dariana aufzusuchen. Irgendetwas scheint passiert zu sein. Ja, ein Preios-Geweihter ist tot und ein verrückter, einäugiger Magier. Läuft Amok mal wieder. Ja, 12 göttliche Unterweisung. Ihr seid es. Okay, du hast nichts zu sagen. Gut. Hast du noch was zu sagen? Preios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Ja. Danke, Ehrwürdiger. Dann geht's jetzt ab in die Grafenstadt. Das müsste hier unten gewesen sein, ja. Dann geben wir jetzt erstmal dem Fuzzi seine Waren. Weil der ist gleich hier. Händler Danko. Ah, schön euch wiederzu. Habt ihr schon ein paar Waren für mich? Hier habe ich die 10 Fläschchen Apfelschnaps für euch. Beste Qualität aus Abendstreu, garantiert selbst gebrannt. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Hier sind die gewünschten 20 Kohle. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? 10 Einheiten koscher Stahl. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Und Sandstein. Großartig. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Jetzt kann ich endlich meinen Stand eröffnen. Seid ihr sicher? Ich hätte schwören können, dass euch noch etwas einfällt, das ich besorgen soll. Aber nicht doch. Wie kommt ihr nur auf diese absurde Idee? Der Stand ist aufgebaut. Waren sind auch vorhanden. Dann kann der Verkauf jetzt beginnen. Ja, glaubt gar nicht, wie sehr mich das erleichtert. So. Geschlossen. Waren für Danko. Ich habe alle Waren besorgt. Ich habe tatsächlich 10 Flaschen Apfelschnaps bekommen. Und Gwendala hat einen Stufenaufstieg.
wodurch wir ihr einen Punkt im Bogen geben können. Hier leider nicht viel mehr. Zauber. Sind auch alle Max, also geben wir ihr lieber 2 Punkte. Aber ich kann ihre Astralenergie um 1 erhöhen. Und mehr Gewandtheit. Da wir nun Partner sind, schlage ich vor, ihr kommt später wieder, um euch euren Anteil abzuholen. Das werde ich mit Sicherheit machen. Viel Erfolg. Was kann ich für euch tun? Lass mich mal einen Blick auf eure Waren werfen. Vielleicht ist etwas dabei, was ich gebrauchen kann. Ja, da ist genau das Zeug da, was ich ihm gegeben habe. Was? Aber. Gebt mir doch. Ja, gut. So, das heißt, jetzt geht es so rüber zur Kaserne. Hoffentlich haben sie den Goblin nicht abgemurkst. Immerhin gibt es auch einen Kobold in der Stadt, direkt neben der Kaserne. Ah, sie haben den Goblin. Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Es geht um den Rotpelz, den ihr in deinem Gefängniswagen eingesperrt. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich. Wovon sprecht ihr? Der Rotpelz wollte Ferdok einfach so betreten. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Gardisten ihn natürlich nicht passieren ließen, sondern sofort festnahmen. Natürlich. Er erzählte, dass er geschickt worden sei, um in Ferdok auf seine Retter zu warten. Wir nahmen an, dass er diese hanebüchende Geschichte nur deshalb erzählte, um hinter die Stadtmauern zu gelangen. Und trotzdem habt ihr ihn reingebracht. Tja, was soll ich sagen? Seine Geschichte stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, als ihr mich auf den Rotpelz angesprochen habt. Erzählt mir mehr. Er wurde in Avestreu von seinesgleichen festgehalten und ich habe ihn befreit. Aus Dankbarkeit wollte er mich unbedingt begleiten. Da ich in Avestreu noch was zu erledigen hatte, habe ich ihn einfach nach Ferdok geschickt, um dort in meinem Anwesen auf mich zu warten. Ihr hättet euch doch denken können, dass wir einen Goblin nicht einfach so in die Stadt lassen. Da habt ihr recht. Ich war in dem Moment wohl zu überrascht von seinem Angebot. Würdet ihr ihn denn jetzt freilassen? Ich weiß nicht. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass ich kein gutes Gefühl dabei habe, einen Rotpelz in Ferdok herumlaufen zu lassen. Mit Sicherheit würde er auch für einige Aufregung unter der Bevölkerung sorgen. Ich halte es für besser, wenn er hier bleibt. Da kann ich Wachhauptfrau Dorkenschmied nur zustimmen. Ein frei herumlaufender Rotpelz in Ferdok, das wäre viel zu gefährlich. Ja, ich verstehe euer Bedenken. Was ist, wenn ich euch verspreche, dass er das Anwesen nicht ohne mich verlässt? Ich weiß nicht. Was meint ihr, Feldwebel? Nun ja, wenn ihr es uns versprecht, denke ich, wir können uns darauf einlassen. Außerdem haben wir dann ein Problem weniger. Also gut, abgemacht. Ihr könnt den Rotpelz mitnehmen. Wenn etwas geschieht, wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Rübinger, lass den Rotpelz frei. Zu Befehl, Wachhauptfrau. Warum haben Sie Rübinger diese Stimme gegeben? Ich danke euch. Quark schon wieder gerettet. Quark, Gedanken. Das ist nicht nötig. Schließlich habe ich dich ja nach Ferdok geschickt. Ich hätte mir denken können, dass das Problem ist. Das ist nicht schlimm. Quark, jetzt wieder frei. Soldaten, mich nicht schlecht behandeln. Damit es das nicht wieder passiert, bin ich dich jetzt persönlich in mein Anwesen. Jetzt gehen. Will alles sehen. Dann los. Wie ich sehe, habt ihr euren Gast gefunden. Ja, ihr hattet recht. Die Gardisten hatten ihn tatsächlich am Stadttor aufgegriffen und festgesetzt. Quark, das ist mein Verwalter Wirwosch. Er kümmert sich um mein Haus. Quark, grüß Zwerg. Ja, ich grüße dich auch. Quark, du könntest mir einen großen Dienst erweisen. Wirwosch hat mir gesagt, dass unten im Keller viele Dinge durcheinander geraten sind. Es wäre schön, wenn du ein wenig aufräumen könntest. Es gibt dort bestimmt viele Dinge, die dich interessieren können. Oh, ja. Quark, schon ganz aufgeregt. Was sein im Keller? Gut, dann ist alles geklärt. Und denk dran, du darfst das Haus unter keinen Umständen verlassen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ich komme dann später wieder.